This is Hamlet's to base. Come in, base. Come in, base. Dead air, man. Gotta get down. This is too much. Da konnten wir dem Armen leider nicht mehr helfen und damit herzlich willkommen in der Antarktis. Wir tauschen jetzt quasi den Hubschrauber gegen einen Tanker. Interessant. Ja, ich hoffe, ihr habt euch warm angezogen. Hier vor lauter Schnee und allem. Ich finde das Outfit von Lara ist ziemlich cool. Ich habe gerade nur hier so ein paar Grafikfehler. Ich denke mal, das seht ihr auch, diese leichte Verzerrung ab der Mitte. Aber okay, es sind alte Spiele, da muss man halt auch damit rechnen. Mal gucken, ob es mit dem nächsten Neustart wieder besser ist. Und ja, mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Ja, diese leichte Verzerrung stört mich leider ein bisschen, aber da muss ich jetzt durch. Bin mal gespannt, ob es mit den nächsten Teilen, also mit den nächsten älteren Teilen dann besser wird, mit Tomb Raider 4. Okay. Ist das nicht ein bisschen zu kalt für die liebe Lara? Wir dürfen auf jeden Fall nicht zu lange im Wasser bleiben. Dann sieht man schon oben links die Gefrieranzeige. So, hier brauchen wir auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Den haben wir leider nicht. Wir haben ganz viele Artefakte, aber keiner dieser Artefakte kann uns hier irgendwie als Schlüssel fungieren. So. Dann können wir da hinten irgendwie hoch. Glaub nicht, ne? Hier rutscht man runter. Ja, okay. Hier hoch? Aber da hinten komme ich noch nicht hin. Aber ganz hinten gibt es auf jeden Fall ein kleines Medipack, was auf uns wartet. Okay. Guck mal, dass ich auf die andere Seite irgendwie komme. Hier zieht es aber auch ganz schön in der Antarktis. Hüpfen wir da mal rüber. Juhu! Da geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Aber hier geht es auch weiter. Da muss man nur aufpassen, dass man hier nicht ins Wasser plumpst, oder? Aber wenn ich ins Wasser plumpe, dann könnte ich da hinten hoch. Und da oben kann man sich auch irgendwie langhangeln. So, also schnell ins Wasser und dann hier hinten schnell wieder hoch. Hier hoch. So, Gott, also man muss echt aufpassen hier, dass man nicht zu lange im Wasser bleibt.
Sonst bekommt ihr blaue Lippen. Und dann sollte man spätestens dann auf jeden Fall aus dem Wasser wieder raus. Blauen Lippen ist dann nicht so gut. Die Explorer. Ja, hier kommen wir irgendwie in die Richtung des Schiffs zumindest. Kann ich mich hier schon festhalten, hier oben? Ah ja, nice. Okay. Dann hangeln wir uns mal hier so lang. So, darf ich mich einfach fallen lassen? Ich sehe leider nicht, was unter mir ist. Das war sehr knapp. Habe ich alle meine Waffen eigentlich? Ja, ne? Habe ich. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall an Deck des Schiffs. Da kann man runter. So, lassen wir es auch hier mal runterfallen. Mal gucken, ob hier noch jemand ist auf dem Schiff. Coole Perspektive. Ja, auf jeden Fall was. Oder wen? Aber der hat eine schicke Jacke an. Er hat ja eine schicke Jacke. Halten die durch die dicken Jacken auch mehr aus? Ach, da ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, hey, ich habe noch gerade gehört, aber nicht gesehen. Manchmal schießen die noch mal zum Schluss. Okay, was macht der Knopf hier? Er öffnet hier die Tür. Öffnet hier die Tür, okay. Das ist auch noch eine Tür. Gut, da muss ich jetzt wohl noch irgendwo ein bisschen was machen. Aber vor allem nicht gegen die ganzen Ecken hier laufen. Kann ich hier an den Geräten irgendwas machen? Nee, ne? Hier passiert nichts. Sind die hier auf Eis gefahren? Also haben die irgendwie ein Problem, dass die mit dem Tanker hier nicht mehr wegkommen? Oder stehen die hier und warten? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Gibt hier noch irgendwas? Nö, da liegt nichts. Na gut. Hebel betätigen. Ah, da hat sich die Luke geöffnet. Okay. So, du lässt aber auch nichts fallen, ne? Nö. So, ist noch mehr hier los? Ah. Treffe ich den überhaupt? Ja, ne? Aber der trifft mich auch. Ich habe es gerade gemerkt, da ging mein Leben runter. Mensch, die arme Lara wieder. Genau, so, okay. Dann beschießen wir ihn auch noch ein bisschen. Ach,
das war von der anderen Seite jetzt hier, ne? Da, wo ich eben schon stand. Da stand ich ja eben schon, aber da habe ich ihn noch nicht hier gesehen. Weil da an der Tür stand ich ja. So. Okay. Quietsch, quietsch, quietsch. So. Dann können wir die Tür hier nämlich auch wieder öffnen. Okay. Dann hätten wir schon mal die ganzen Türen hier geöffnet. Hier oben kann man auch noch hoch. Und was ist. Hä? Was ist hier unten? Oh. Nehme noch mal ein kleines Medipack. Ah, ja. Also man kann da links auch noch irgendwie hoch und hier. Was haben wir hier dann? Jetzt auch noch mal weiter. Oh, wer jetzt denn schon wieder? Kommst du denn her? Treffe ich denn überhaupt? Ich sehe ihn halt nicht. Ja, jetzt habe ich aber echt viele Medipacks hier verbraucht. So, aber dafür lässt er Munition fallen. Das ist schon mal nett. Das ist sehr freundlich. Ah, so kommen wir an das Rettungsboot. Verstehe. So, können wir das hier irgendwie runterkriegen, das Bötchen? Vor allem dann, wenn man richtig steht. Nope. Okay, dann hätten wir schon mal das Boot. Das heißt, wir müssen jetzt wieder irgendwie herauskommen. Genau, deswegen haben wir die ganzen Türen auch geöffnet. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal ab zum Bötchen. Das wird uns ja bestimmt eine große Hilfe sein. Moment, hier geht's hoch. So. Hier konnten wir ja auch hoch. Was haben wir hier noch? Ist hier irgendwo noch ein Medipack? Irgendwas? Munition? Nö. Da liegt auch nichts. Kann man hier noch irgendwo hoch? Man weiß ja nie. Nö, okay. Dann können wir hier raus. Klar, aber wenn wir von der anderen Seite aus raus gehen würden, kommen wir nirgendwo hoch. Das wäre ja sonst zu einfach. Genau. Liegt hier noch irgendwas rum? Nee, okay. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Wasser. Und ab ins Bötchen. Wir machen hier eine kleine Antarktis-Bootstour. So. Cool. Und nu? 2001? So. Da konnten wir doch. Ah, wir müssen eigentlich hier links durch, aber wir müssen dann einmal ums Schiff herum. Okay. Dann fahren wir einmal von der anderen Seite. Oh, gar nicht so einfach hier mit dem Bötchen.
So, einmal hier rum. Wow. Aua. Ah, warte, ich bin ein bisschen falsch abgebogen hier. Moment. So, einmal hier rum. Ist nicht so einfach hier mit dem Lenken, mit dem Boot. Ach guck mal, hier können wir auf jeden Fall einmal durch. So, wo kommen wir denn da aus? Aha. Noch ein Buddy. So, ich hoffe, die sind so nett und warten halt hier, bis ich hier anlege. Oh, jetzt bin ich allerdings auf die falsche Seite. Moment, ich komme sofort zu euch. Ja, Geduld. Ein bisschen Geduld, bitte. Ach, es ist nur er. Die andere rote Flagge sah so aus, als wäre hier noch ein zweiter. Okay. So. Was haben wir denn hier? Mittlerweile habe ich auch einmal das Spiel neu gestartet und habe jetzt auch diese Verzerrungen nicht mehr, wie ja, als ich das eben noch hatte. Das lag wohl irgendwie ja am Spiel. Also natürlich liegt es am Spiel, aber Moment, hier komme ich nicht durch. Da müssen wir wohl rein. Hier gibt es noch ein Knöpfchen da hinten. RX-Tech. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt keine Verzerrung mehr, aber das hat ein bisschen im Auge wehgetan. Ich weiß nicht, ob man das nachher in den Videos sieht, im Let's Play. Moment, lag da gerade unten was? Oh, ja, hier unten liegt noch was. Oh, eigentlich wollte ich nach vorne springen. Okay, so geht's auch. Warte, ich hole mir das hier mal eben. Genau, ich bin mal gespannt, ob man das im Let's Play nachher sieht mit diesen Verzerrungen oder ob das nur bei mir auf dem Bildschirm war. Oh, ich wollte eigentlich... okay, sorry. Ich wollte eigentlich wieder hoch. Da war ich jetzt zu langsam. Ich wollte das doch nur hochholen. Ja, hier darf ich dann auf jeden Fall etwas schneller sein. Schnell hoch. Hoch. Kann man hier überhaupt irgendwo hoch? Nee, ne? Oh Gott. Okay. Ich lasse das mal da liegen. Ist nicht so wichtig. Ich lasse das da jetzt erstmal liegen. Weil irgendwie sterbsel ich da gerade ein bisschen zu schnell. Okay. So. Hier geht's auf jeden Fall etwas höher. Das sieht mir nach einem kleinen Rumhangelparcours aus. Hinten ist eine Plattform. Gehen wir da doch mal hin. Okidoki. So, kann ich mich hier irgendwie fallen lassen, ohne zu sterben? Ist halt immer doof, dass man nicht nach unten gucken kann. Also ich sehe zwar, was über mir ist, aber nichts, was unter mir ist. Ich lasse mich mal fallen. Ich bin wieder mutig. Okay. Da hinten können wir auch. Kann man da auch noch irgendwie hin? Sieht so aus ein bisschen. So. Er meckert hier. Geh doch nicht weg. Hau doch nicht immer ab. Rennt er hin? Wo rennt der denn? Uäh, Kamera. Okidoki, wo bin ich jetzt? Das scheint hier auf jeden Fall so ein Tech-Stützpunkt zu sein. Okay. Wow! Hundi! Ah.
Ich komme gerade mit der Steuerung gerade nicht klar. Moment. So, ach Mensch, der war aber hübsch. Der war aber hübsch. Okay, da kann man wohl rein. Da kann man hoch. Kann man da hoch? Weiß ich nicht. Kann man auf jeden Fall hoch. Man kann da einen Hebel bedienen. Aha. Der mir eine Loko da hinten öffnet. Wie auch immer ich da hinkommen soll. Okay, die Loko werden dann schon mal auf. Nice. Ja gut, schade, dass man die Fenster hier irgendwie nicht einschießen kann. Hier kann man noch irgendwie hin. Ah nein, ich brenne. Bin ich ein bisschen zu weit abgebogen. Das war natürlich jetzt ein sehr tragischer Tod. Dann mache ich nochmal die Luke oben auf. Ach, blöd. Wieso nimmt Lara auch immer so einen großen Radius? Mensch. Also nochmal Luke. Wann und wie auch immer wieder hinkommen. Wir müssen halt hier, genau, wir müssen halt hier die Tür öffnen und dann sehe ich schon, dass man sich hier rüber hangeln kann. Und um diese Tür hier zu öffnen, brauchen wir halt, ja, einen Schluss. Einen Schlüssel. Da hinten liegt auch noch ein Medipack. Und den Schlüssel werden wir wahrscheinlich auch erstmal wieder finden dürfen. Aber hier lag ja jetzt noch was. So, und jetzt nicht schon wieder hier reinrennen mit dem Radius, mit dem Feuerradius. So. Gehe ich doch mal hier rein. Ja, ganz schön dunkel hier drin. Wow. Oh, Hundi. Erschreck mich doch nicht so, Hundi. Ach, du auch noch. Es rennen aber echt viele Gegner rum in dem Level. Ja, schieß nochmal, toll. hier rennen aber echt viele Gegner rum. Oh, aber er hat wenigstens Munition fallen lassen. Das ist schon mal nett. Mal gucken, ob da noch mehr auf uns zukommt jetzt hier. Noch mehr Gegner. Hier kann man auf jeden Fall auch noch lang. Will ich hier lang? Okay, da unten sind noch ein paar Wölfe oder ein Wolf. Moment, bevor ich hier weitergehe, will ich mich noch ein bisschen umschauen. Mal zumindest ein Knöpfchen drücken. Okay, irgendwas habe ich jetzt aktiviert, aber die Tür geht hier nicht auf. Ja gut. Lassen wir mal aktiviert. Oh, da sehe ich doch noch was. Oder? Komme ich hier rein? So. Da hinten geht es noch irgendwie weiter. Und hier auch.
Könnte auch mal wieder ein kleines Medipack nehmen, glaube ich, ne? Ich wollte mich eigentlich gerade umdrehen, Hundi. Wo ist er hin? Wo ist er denn hin? Gut, dass ich ein Medipack genommen habe. Der da oben rechts sieht uns aber auf jeden Fall, oder? Warum kommt er nicht runter? Ist ihm wahrscheinlich hier zu kalt, oder? Ah, Buddy? Okay, hier hängen ein paar Türe. Türen? Hier ist nichts. Okay. Na gut, er hat mich jetzt zwar entdeckt, aber keine Ahnung, wie der jetzt zu mir kommt oder wie er zu mir kommen möchte. Er rennt jetzt wahrscheinlich da oben die ganze Zeit gegen die Wand, oder? Also muss ich ja irgendwie reinkommen. So. Aber das war doch in Ordnung. Ach Mann. Da war die Tür doch breiter, als ich dachte. Hä? So. Okay, hier ist auch ein bisschen eng, ne? Ah, guck mal, da läuft er rum. Ist das der von eben, der uns da beobachtet hat? Ich sehe nichts. Und da ist noch einer rum. So. Ach, guck mal, der hat sogar netterweise auch ein Medipack fallen lassen. Das werde ich mir direkt einmal stibitzen und auch sofort einnehmen. So. Okay, was ist das denn hier für ein Büro? Ist halt die Frage, was die hier so fleißig arbeiten, ne? Oder jetzt nicht mehr so fleißig arbeiten, weil jetzt sind sie erstmal im Ruhestand, würde ich sagen. Ausgearbeitet. Okay, Knöpfchen gedrückt. Ah, guck mal, hat sich nämlich jetzt hier eine Tür geöffnet. Okay. Haben wir hier noch was Besonderes? Ach, das war hier die Stelle, wo der eben oben am Fenster geguckt hat. Ah, guck mal, da kommt schon wieder jemand. Da kommt, aber das war nicht der letzte. Da kommt jetzt noch jemand. Was ist das hier eigentlich, was wir jetzt aufgenommen haben? Eine Brechstange, ne? Ah, für die Schlösser? Kann ich die Brechstange für die Schlösser benutzen? So, wo bleibt er denn jetzt? Hör ihn. Nähert er sich? Ich höre ihn zwar. Ich sehe ihn nicht. Na gut, der wird auf ewig jetzt hier irgendwo rumlaufen. Oder mich irgendwann mal erschrecken. Das ist natürlich auch möglich. Ah, cool, dann konnten wir jetzt hier mich ein Medipack rausholen. Okay, mal gucken, ob der jetzt noch irgendwann zu uns kommt. Aber gut, dann hätten wir jetzt schon mal eine Brechstange. Mit der kann man garantiert ein bisschen was machen. Aber wo bleibt er denn? Ah, man darf sie halt nicht einmal berühren, ne? Oh Mann. Ja, da kommt er gerade. Da läuft er draußen rum. Das ist halt echt blöd. Man darf nicht mal den Wind von der Tür abbekommen. Schon ist man tot. Also, man darf sich nicht mal da vorstellen und sie leicht berühren. Das ist schon crazy. So. Schon wieder. Ey, die war doch offen.
Die war doch offen. Na gut, nochmal. Das war nur ein leichter Windhauch. Oh, ich versuche jetzt ganz vorsichtig. Treibe ich den von hier? Warum tötet denn die Tür ihn nicht, wenn er sie leicht berührt? Okay.